Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu der gehobenen Klasse der Anti-Schwachkopf-Gesellschaft von Portal 2. Mit mir, eurem werten Lord Doschelby und Sir Weasley von Weasley Laboratories. Okay, Spaß beiseite. Wir hängen hier immer noch fest. Was passiert, wenn wir jetzt hier drauf? Okay. Und was ist, wenn mit dem Laser dann... Nein, falsches Portal. Ein perfekter Start in die Folge. Boah, da hätte ich ja fast Scheiße gesagt. Ich wollte eigentlich den hier machen. Und dann den hier machen zu können. So, wo kommen die jetzt? Okay, machen wir das gleich nochmal mit dem. Das ist das Orange, also muss hier das Blaue hin und... Hey, komm, ich fang dich. Oh. Gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Okay. Finde ich cool. Können wir das eigentlich nochmal machen? Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Nichts! Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Testautonomie. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wird etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Mir war es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Er aber... ist ein Schwachkopf. Und entzorrigt mal ganz kurz hier diese kurzen Geräusche, die da daneben lagen. Mir ist da gerade eine Fernbedienung fast runtergefallen, und zwar die von meinem Bildschirm. Wenn ihr nicht in eine Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. Das sieht auch schon schlecht. So gerade perfekt aus. Kümmer dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ihr bringt uns direkt zu ihm. Perfekt. Warte mal, das soll ich schon immer mal machen. Hallo, hallo. Ihr könnt mich nicht sehen. Ja. Ich bin heute echt derbe verpeilt in der Aufnahme, oder? Kümmere dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ihr bringt uns direkt zu ihm. Perfekt. Hey, Weasley, komm schon. Weißt du, was es hier im Überfluss gibt? Monitore. Erst vorhin wünschte ich mir noch, ich hätte weniger davon. Du tust mir also einen großen Gefallen, wenn du sie zerschlägst. Kann ich sie zerstören? Okay, cool. Kommen wir einmal so rein. Okay. Das bringt uns jetzt im Folgenden weiter? Ich hab keine Ahnung. Also noch einmal so. Wir werden davon ausgefahren. Und setzen jetzt das blaue Portal dahin. Oh.
habe den Schalter total übersehen. Ah, okay, okay, okay. Das ist wie Baseball, man muss das treffen können. Und jetzt? Strike. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Ja. Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, ja. Nein, das war die Lösung. Ach, ich verpasse alles. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir das so, so schnell wie möglich hier schaffen. Ich meine, Kernreaktorschmelze? Also Reaktorschmelze? Das klingt... nicht besonders ich gut. Verzweifelt. Das ist nicht gut. Ach, echt? Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Und das blaue da. Und dann machst du mal Katapultbeschleunigung. Und hallo, nächster Kubus. Keine Sorge, du bist frisch und eingefallen. So. Du gehst wieder schön auf deine Position. Na? Drei. Fein. Blau dahin. So.
Und du jetzt noch. Dahin. Da sollte sich das aktivieren. Und wir werden einfach sehen. Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du. Oh. Warum machst du mir das Leben so schwer? Warum lässt du uns nicht einfach raus und. Ich wusste schon, dass er für Fehlentscheidungen konzipiert wurde. Und ich glaube, er hat beschlossen, keine der Funktionen zum Schutz der Anlage vor einer Explosion aufrechtzuerhalten. Ja, das ist. Oh Gott. Es wäre einfach so, alles so einfach gewesen, hätte Willi uns einfach freigelassen. Hätte Willi mitgenommen. Ende. Ach, meine schöne Anlage. Ah. Die Anlage zerstört sich selbst, Idiot. Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Zwei. Noch ein bis zwei davon, nur zum Spaß. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze... Er kann seinen Job behalten, ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. Natürlich. Okay. Ehrlich gesagt, ich war da ein bisschen sarkastisch. Die Monitore sind schon ganz nützlich. Also, wenn du jetzt aufhören könntest, sie zu zertrümmern. Nein. Au. Okay, immer noch nichts. Und tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmuggelt. Ich kann dir eine Führung anbieten. Zur Linken siehst du irgendwelche Lichter. Keine Ahnung, wozu die gut sind. Sind aber sehr beeindruckend. Alter, hab ich grad einen Schreck bekommen. Wo leck mir doch meine Nüsschen glatt und trocken und freu schon alles zusammen. Ha, du lebst! Toll. Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Bing! Sehr gut, weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf.
Meep. Okay, was passiert? Okay, hier haben wir einen Strahl. Den Bildschirm werde ich auf jeden Fall auch zerstören. Ich weiß nur noch nicht wie. Das heißt, sich beeindruckend und unbeeindruckend. Ah, okay, war noch ein Test. Ich hätte mal, das wird so hinauslaufen. Jubi! Ja, jetzt haben wir es schon. War einfacher als gedacht. Oder auch nicht.
Okay, hier kommen wir eindeutig nicht weiter. Mein Gott. Machen wir es nochmal so. Ich glaube, ich stelle mich gerade dümmer an, als ich bin. Vielleicht auch nicht. Ich hänge jetzt gerade echt fest. Ich bin gerade echt am Überlegen. Ja, das ist echt ein Rätsel, das zählt mich jetzt am Ende echt noch ein bisschen fest in der Mangel. Fläche ist warum nicht umsonst da. Na? Ja, was geht? Das Rätsel will ich jetzt echt noch zu Ende machen. Das hat mich jetzt angefressen, sag ich mal. Was ist, wenn ich jetzt... Ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe. Was ist, wenn ich jetzt das Blaue ist? Da. Jetzt losrenne. Ich glaube, das wird sowas in die Hose gehen. Oh. Das Rätsel ist Lösung. Ihr zwei werdet diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Alles Paletti? Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, danke. Verstanden. Ich glaube, wir müssen das loswerden. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Aber ich würde sagen, das war's dann jetzt auch schon wieder für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommi da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in Wheatley Laboratories wieder. Bis dahin. Er versucht also nicht mal mehr subtil zu sein. Ja, das versucht er echt. Oder er versucht es, was irgendwie traurig wäre. Das würde ich ihm auch noch zu tun können. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.